Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, hier ist Show Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich bin wieder da. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen hatten, ja, ich war jetzt tatsächlich eine Woche im Urlaub. Also ich hatte eigentlich 2 Wochen Urlaub genommen, hat davon aber eine trotzdem gearbeitet. Aber die 2. Woche, da habe ich es dann wirklich geschafft, die Arbeit mal ruhen zu lassen. Also mehr oder weniger, ich habe nur noch E-Mails beantwortet. So ganz ohne geht's nicht. Darum geht's aber heute nicht. Es geht um Xiaomi. Ich weiß, dass viele sich wünschen, dass ich über das Thema rede. Und zwar nicht unbedingt diejenigen, die selbst Xiaomi-Smartphones kaufen, sondern diejenigen, die sich iPhones kaufen. Weil was die älteren iPhones angeht, naja, es ist ja bekannt, dass Apple da gedrosselt hat. Der Skandal rund um das Drosseln von iPhones bestand ja darin, dass Apple darüber nicht informiert hat. Apple hat einfach so per Update die Leistung der iPhones gedrosselt. Das Krasse daran ist ja, dass eigentlich ein Update ja dazu da ist, um das Gerät zu verbessern und dass die Apple-User ja auch freiwillig die Updates installieren, weil die davon ausgehen, dass ein iPhone dadurch eben besser wird und nicht schlechter. Nachdem es aufgeflogen ist, damals wurde von Apple bekannt gegeben, ja, das müsse man jetzt machen, um den Akku zu schonen. Das mussten andere Hersteller nicht machen, obwohl Smartphones grundsätzlich im Aufbau alle gleich sind, aber Apple musste das machen. Wobei die Software nicht unterschieden hat, wie alt der Akku genau ist, wie viel Ladezyklen der durch hat. Da wurden einfach so alle iPhones gedrosselt. Und das wurde ja auch deshalb bemerkt, weil die Leistung so krass gedrosselt wurde, dass Alltagsaufgaben nicht mehr flüssig abliefen. Das heißt, selbst beim Scrolling durch Websites hing es plötzlich und vorher hing es natürlich nicht. Und ich weiß, dass genau diejenigen, die das Thema damals auf meinem Kanal verfolgt haben, nun mit dem Finger auf Xiaomi zeigen und sagen, gucke da, Moschus, gucke da, die machen das genauso. Die sind kein Stückchen besser als Apple. Xiaomi drosselt nun ebenfalls Smartphones. Erstmal ruhig brauner. Ja, ich komme schon noch dazu. Also es gibt tatsächlich einen Unterschied, denn Apple hat alte Geräte gedrosselt. Das macht absolut Sinn. Das ist das Schlimmste, was Apple passieren kann. Man hat ein iPhone, es ist älter, es ist abbezahlt. Und man ist zufrieden. Also wurden die alten Geräte einfach gedrosselt. Und zwar so krass gedrosselt, na, dass halt dadurch ein künstlicher Kaufanreiz geschaffen wurde. Offiziell war das natürlich niemals der Grund gewesen. Offiziell sagte Apple, wir müssen Akkus schonen. Aber aus meiner Sicht eben gerade auch, weil es sonst gar keinen Hersteller gemacht hat. Außer Apple war der einzige Hersteller, der Geräte wegen der Akkus drosseln musste. Denke ich mal, war das nur ein vorgeschobener Grund und es ging eigentlich darum, die alten Geräte einfach unattraktiver zu machen, damit man sich ein neues iPhone kauft. Nun, bei Xiaomi, ich dachte jetzt wirklich, mein erster Gedanke war, die machen das genauso. Dann habe ich aber gemerkt, dass es sehr aktuelle Geräte betrifft, beziehungsweise die Mi 11 Serie ist ja die erste, wo man das halt bemerkt hat, und zwar durch Geekbench. Also jetzt nicht das Team Geekbench hat das bemerkt, nein, das war ein User mittels Geekbench. Der hat die App einfach umbenannt und hat sie dann auch noch klassifiziert als Spiel. Und plötzlich gab es einen erheblichen Leistungsverlust. Inzwischen hat sich Xiaomi auch dazu gemeldet. Und ja, es geht halt um das Mi 11. Also es geht nicht um irgendwelche uralten Geräte. Und das Xiaomi 12 ist meines Wissens auch betroffen, macht ja auch absolut Sinn. Wenn man halt bedenkt, wie das Ganze abläuft. Und zwar wird das Gerät nicht prinzipiell gedrosselt, sondern das Gerät erkennt, also die Software per Intelligenz, welche App gerade gestartet wird und bietet dann volle Leistung oder eine eingeschränkte Leistung. Wobei aber Xiaomi auch bekannt gegeben hat, passt auf, ihr könnt das einstellen. Es ist natürlich hier extrem mies von Xiaomi, das nicht offen und transparent zu kommunizieren. Ja, okay, gut, wenn man halt herausfindet, dass es offensichtlich eine Performance-Einstellung gibt. Naja, das haben inzwischen wirklich sehr, sehr viele Smartphones unter dem Punkt Akku in der Regel, beziehungsweise Batterie. Aber sowas muss man natürlich offen kommunizieren. Natürlich wissen die Hersteller, dass normale User im Alltag da keinen Unterschied merken. Und das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ein User diesen Unterschied halt nicht merkt, weil aktuelle Flaggschiffe viel zu schnell sind für ganz normale, gängige Anwendungen. Das merkt man wirklich nur bei sehr, sehr anspruchsvollen Spielen oder extrem anspruchsvollen Anwendungen, wie zum Beispiel Videoschnittprogramme. Haben wir ja schon so oft drüber gesprochen und deshalb ist das ja auch nur aufgeflogen, weil halt ein User, der offensichtlich Ahnung von der Materie hat, sich eben damit speziell beschäftigt hat. An sich ist das kein neues Thema, was Xiaomi hier aufgemacht hat. Im Übrigen, OnePlus ist betroffen, Samsung ist betroffen, jetzt eben auch Xiaomi. Dass bestimmte Apps ganz gezielt gedrosselt werden. Und zwar unabhängig davon, ob der SoC jetzt auf Volllast läuft oder eben nicht. Der Skandal ist nicht, dass gedrosselt wird an sich, weil das wissen wir alle, das zeige ich euch immer. Ich mache immer den Test und dann hier meistens mit 3D Mark und betrifft natürlich in dem Falle die Grafikleistung und dann kann ich euch anhand eines Graphen zeigen, wie der SoC mit steigender Temperatur gedrosselt wird. Weil das muss zum Schutz des SoCs, muss das passieren. Der überhitzt sonst und schaltet sich entweder komplett ab, dann geht das Telefon einfach aus. Ich gehe mal davon aus, dass es solchen Schutz auch gibt, wie bei Prozessoren, also Desktop-Prozessoren. Oder aber, naja, es gibt halt eine Kernschmelze. Dann ist der SoC hinüber und ja, das war es dann im Großen und Ganzen gewesen halt für das Smartphone. Deshalb gibt es eine Temperaturmessung am SoC direkt und die Leistung wird dann automatisch gedrosselt. Und zwar so lange, bis der SoC halt nicht mehr überhitzt. Die werden trotzdem extrem heiß. Ich weiß gar nicht,
das Vivo, was ich zuletzt getestet hatte. Das Gerät hatte relativ gute Stabilitätswerte, ist aber dafür wirklich mega heiß geworden. Und warum? Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1. Das Teil ist einfach hochgezüchtet. Snapdragon 888, genau das gleiche. Nicht ganz so schlimm wie beim Snapdragon 8 Generation 1, also der aktuelle von Qualcomm. Damals Snapdragon 810, ihr könnt euch daran erinnern, der ist so heiß geworden, es war unfassbar. Im Prinzip eigentlich wie heute. Dazwischen immer mal ein paar SoCs, die waren echt vernünftig. Da war das Verhältnis zwischen maximaler Leistung und maximaler Temperaturerzeugung ausgewogen gewesen. Man konnte die Geräte also eher noch am Limit betreiben, ohne dass sie halt mega heiß werden. Das ist ja auch unangenehm, gerade im Sommer. Das ist für mich keine Lösung, dass man einfach mehr Leistung bereitstellt und dafür aber die Geräte halt immer heißer werden. Das ist irgendwo Schwachsinn. Es muss also aktuell gedrosselt werden, um das Gerät zu schützen und damit man das Gerät auch vernünftig verwenden kann. Damit es halt nicht so mega heiß wird. 55 Grad hatte ich am Kameramodul gemessen. Bei dem Vivo will man ja wohl kaum in der Hand halten, im Sommer, wenn man draußen schon 30 Grad hat und ich habe hier einen wohltemperierten Keller. Also das ist kein großes Geheimnis. Es ist ganz normal, dass die Geräte gedrosselt werden. Auch das wird natürlich nicht groß kommuniziert. Geworben wird immer mit der maximalen Leistung. Ja, wie lange man die dann halten kann, das wird dann ganz unter den Tisch gekehrt. Das Problem hat Apple natürlich auch. Das ist ein allgemeines Problem. Jetzt natürlich die Frage, okay, wo ist jetzt eigentlich der Skandal im Moschus? Nun, der Skandal ist eigentlich der, das ist echt auch so ein richtig krasser Nerd-Skandal, dass die Benchmarks halt nicht gedrosselt werden. Kurz gesagt, die Software erkennt, dass es sich hier um eine Benchmark handelt und stellt die volle Leistung zur Verfügung. Geekbench hat deshalb ja auch ein paar Geräte jetzt rausgekantet. Verstehe ich auch vollkommen, weil klar ist das irgendwo schon eine Schummelei. Wir wissen alle, am Ende geht's um die Top-Liste. Es geht darum, Platz 1 zu sein, so und so viele Punkte zu haben. Ob man das im Alltag braucht oder nicht, viele können das überhaupt gar nicht mehr einschätzen. Die wissen nicht, ob 1 Million Punkte bei Mantuto jetzt gut sind. Aber das sind wirklich schon ziemlich krasse Nerd-Daten. Und sicherlich, wenn jetzt jemand behauptet, oh, wir haben das schnellste Smartphone der Welt. Gut, das beansprucht Apple für sich. Aber man kann ja trotzdem kommunizieren, wir haben das schnellste Android-Smartphone der Welt. Klar, wenn man jetzt natürlich da ausschließlich Benchmark-Ergebnisse heranzieht, dann ist das natürlich irgendwo geschummelt. Aber auf der anderen Seite haben die Geräte alle die gleiche Technik. Also jetzt die Flaggschiffe, die haben alle den Snapdragon 8 Generation 1. Es ist nicht so, dass es da draußen 100 verschiedene SoCs gibt im Premium-Bereich. Nein, es gibt eigentlich nur den einen populären. Wir wissen ja, dass MediaTek ja auch dran ist mit einem Hochleistungs-SoC. Aber der ist nun mal nicht so populär. Da wird kaum in Zukunft einer in der Werbung damit flexen, dass er jetzt den neuen krassen MediaTek hat. Nein, alle verbauen sie den einen von Qualcomm und trotzdem wollen sie alle behaupten, oh, wir haben die schnellsten Smartphones. Also bescheißen die halt jetzt bei den Benchmark-Ergebnissen. Das heißt, der Benchmark läuft halt immer mit voller Leistung, wird halt gar nicht gedrosselt, ist auch nicht notwendig. Geekbench läuft viel zu kurz durch. Damit die Temperatur ja in den roten Bereich kommt, braucht man eine längere Zeit der Volllast. Und die, wie gesagt, die Benchmarks laufen so lange nicht. Antutu auch nicht. Antutu gibt es ja auch mal schön aus, ne? Die Temperaturerhöhung ist auch manchmal schon echt krass, aber man muss halt noch nicht drosseln. Dafür habe ich für euch immer den 3W-Mark, ne? Den Wildlife Extreme Stress Test, und da haben die Geräte alle gedrosselt. Wisst ihr warum? Weil die drosseln müssen. Da ist vollkommen egal, was Xiaomi da jetzt halt für Algorithmen programmiert, die dann eben sprechen, irgendwelche Benchmarks erkennen, entweder die Kiste raucht ab oder die muss drosseln. Ja, also Geekbench, okay, ja, da sind sie halt aufgeflogen, da ging das halt auch, da zu schummeln, aber mein 3D-Mark, ne, da läuft dann durch. Ja, und bei Xiaomi muss ich es auch sagen, ich glaube auch nur bei Xiaomi bisher, ist das Gerät so heiß geworden, dass es halt eine Notabschaltung gab. Das heißt, da wird Wi-Fi deaktiviert, Bluetooth immer so weiter, halt alles was Strom zieht, und das Programm wird natürlich beendet. Also das Programm, was halt gerade die Volllast erzeugt. Das habe ich bisher schon ein paar Mal bei Xiaomi-Geräten gehabt und das ist natürlich schon ziemlich krass. Also ist es ein Skandal, sicherlich unter Nerds, sage ich mal, ist es ein Skandal. Ein Otto-Normal-User wird das jetzt kaum jucken. Ist es notwendig? Leider ja. Also auf der einen Seite ist es eine Schummelei, weil die Benchmarks halt rausgenommen werden von der Drosselung. Auf der anderen Seite ändert es aber nichts daran, dass Drosseln nun mal notwendig ist. Warum hier allerdings Softwarelisten benutzt werden und warum nicht einfach die Temperatursteuerung vom System genutzt wird, die eh vorhanden ist, das ist mir ein bisschen ein Rätsel, das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn. Xiaomi sagt, ja, die nutzen hier eben eigene Algorithmen, um die Effizienz und auch den optimalen Stromverbrauch zu garantieren. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig, weil das könnte man auch alles automatisieren normalerweise. Für den Otto-Normalverbraucher ändert sich auch nicht so viel, weil die Geräte halt so extreme Leistung zur Verfügung stellen. Es ist halt nun mal nicht wie früher, dass halt das System selbst schon für eine 80%ige Auslastung des SoCs gesorgt hat. Wir heute haben hier solche massiven Leistungsreserven vom Snapdragon 8 Generation 1 zum Beispiel. Jetzt kommt ja noch der Snapdragon 8 Generation 1 Plus raus, der halt nochmal wieder ein bisschen leistungsstärker ist.
Und nächstes Jahr kommt da Snapdragon 8 Generation 2, immer so weiter. Aber Android selbst ändert sich ja kaum im Leistungsanspruch. Und viele nutzen immer nur Social Media. Das heißt, da ändert sich der Leistungsanspruch auch kaum. Der stagniert eher. Leistungsanspruch haben wir ja vor allem, also den steigenden halt im Gaming-Bereich. Und für die wenigen, die halt mit dem Telefon halt arbeiten. Gut, ja, die Fotografie natürlich auch mit der ganzen Intelligenz, was heute schon möglich ist. Auch die Bildbearbeitung, die ja heute teilweise schon implementiert wird, ja, mit magischen Radierern und was es da so alles gibt. Ja, die braucht natürlich auch viel Leistung. Ich gehe immer noch davon aus, dass die meisten diese Leistung eh nicht in Anspruch nehmen, weil die sich einfach nur für 1000 Euro ein Smartphone kaufen und denken, ich habe jetzt das Beste. Aber die ganzen krassen Features, die wirklich Leistung benötigen, eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen. Es gibt ja auch massenhaft Mittelklasse-Modelle und viele sind damit vollkommen zufrieden, eben genau aus dem Grund, weil viele sich dann die Leistung kaufen, die sie jetzt und in 5 Jahren halt auch tatsächlich benötigen. Es ist mies von Xiaomi, dass sie das nicht offen kommuniziert haben, dass sie da nicht transparent sind. Wie gedrosselt wird, finde ich auch ein bisschen sehr mysteriös. Aber es betrifft am Ende den User nicht so wirklich und er kann letztendlich mit dem Gerät immer noch komplett flüssig arbeiten. Schön. Ich verlinke euch mein Notebook-Check unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das noch so ein bisschen nachlesen, auch wie das Ganze aufgedeckt wurde. Und jetzt kennt ihr meine Meinung dazu. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Interessiert ihr euch so für News aus Fernost, technologisch und so, abonniert meinen Kanal. Abonniert mich auch auf TikTok, findet ihr unten in der Videobeschreibung und könnt mich auch ein bisschen unterstützen. Da gibt es so ein paar hilfreiche Links, also vor allem für mich hilfreich, wo ihr mich supporten könnt. Ich habe eine Website, moschus.de, da ist ein Forum, da könnt ihr miteinander diskutieren. Und eBay Store habe ich auch noch. Alles in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.